Und nun hören Sie etwas Längeres, obwohl es auch von mir ist. Es handelt sich hierbei um... Wieder ein Schelm heute, nicht? Also... Ja, ja. Ich trage mein Haar heute offen. Also, ja. Es ist so. Eine Ballade aus dem Jahr 1106. 1116, so. 1116, Ritter Phipps. Ja, die geht so ungefähr. Es stand an seines Schlosses Brüstung der Ritter Phipps in voller Rüstung. Da hörte er von unten Krach und sprach zu sich, ich schau mal nach, und lehnte sich in voller Rüstung weit über die besagte Brüstung. Hierbei verlor er also bald zuerst den Helm und dann den Halt. Wonach, verfolgend stur sein Ziel, er pausenlos bis unten fiel. Und hier verlor er durch sein Streben als drittes nun auch noch das Leben, an dem er ganz besonders hing. Der Blechschaden war nur gering.